Willkommen zurück zu hoffentlich einer weiteren Runde Solo Hunger Games. Hoffentlich, weil ich noch nicht garantieren kann, dass ich irgendwas Gutes hinkriege. Ich bin momentan auf den, na, lasst mich schnell nachgucken, MinecraftSurvivalGames.com Servern, weil es einfach unmöglich momentan um diese Uhrzeit ist, als Nicht-Pay-Member bei The Hive zu joinen. Und wenn man sie joint, wenn man es schafft zu joinen, wie ich vorhin, dann doch zwei, dreimal, wird man in der Regel bei zwischen 10 und 20 Sekunden Zeitverbleiben in der Lobby gekickt, was nicht so cool ist. Und ja, ich werde mein Bestes geben, um hier ein bisschen was reißen zu können und muss gleich erstmal die Map voten. Und wir sehen uns dann hoffentlich in den Games wieder. Bis gleich. So, da sind wir auf der Map Demon's Breeze. Ich sehe schon jetzt schon sehr viel Lava. Sehr, sehr viel Lava. Und ich habe diese Map noch nie gespielt. Und ein paar Sekunden geht's los. Da kratze ich mich nochmal ganz schnell an der Augenbraue. Ich hoffe, die Kiste direkt vor mir abgreifen zu können. Natürlich will mein Sprint nicht. Ah, du. Eine goldene Carrot bringt uns zwar nicht so viel. Aber immerhin. Was macht er da? Was macht er da, ist die Frage. Ich glaube, er weiß, wo es lang geht, auf jeden Fall. Wir rennen aber mal den anderen Weg, um an die Truhen da seitlich zu kommen. Verfolgt uns irgendwer? Ja, uns verfolgt tatsächlich wer. Das ist gar nicht gut. Denn, schnell raus da. Man kann uns hier sehr leicht runterkicken. Das packe ich mal direkt auf die 1. Und werde das hier wegschmeißen, damit es kein anderer bekommt. So, wo sind Leute, die wir wegschnetzeln können? Haben wir immerhin schon mal ein bisschen was an Waffen bekommen. Das scheint heute mein größtes Problem zu sein, überhaupt irgendeine Form von Bewaffnung zu bekommen. Und irgendwer hinter uns, der uns in die Lava schubsen könnte? Nein. Huh, ist das cool. Wir können uns ein Iron Sword machen, wenn wir eine Workbench finden. Das ich schon mal sehr gut finde. Ah, okay. Ich Idiot, da kann man gar nicht dran. Bin ich reingefallen, ich Rabauke? Joke, ich versuche momentan im Server auch zu joinen. Was sich gar nicht so leicht anstellt. Ich habe nämlich einen Facebook-Post gemacht. Hey, Geich. Bin hier gerade auf den und den Server unterwegs. Wer will, kann joinen. Da sehe ich doch eine Kiste in der Lava. War da schon wer dran? Hohoho, willkommen. Iron Sword. Anscheinend war da keiner dran. Können wir mal ihn hier wegschnabulieren, da er gerade ja null aufpasst. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Da hinten ist der Helm hingefallen. Den will ich noch haben. Gib den Helm her. Wo ist er hin? Das ist da. Können wir das mit dem austauschen? Das Steak einsammeln? Wir müssen mal was essen, sehe ich gerade. Packen wir dich auf die 4 ganz schnell und drehen uns um. So, scheint keiner da zu sein. Puh, haben wir den ersten schon mal gekriegt. Und sind jetzt auch ziemlich gut gegiert, wenn man meint. Habe ich noch irgendwas, was ich austauschen kann? Nee. Und ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig, was die Lava angeht, wenn ich da gleich Sachen reinschmeiße. Dass uns nicht jemand da reinschmeißt währenddessen. Das könnte nämlich schneller passieren, als mir lieb ist. So, schnell weg mit ein paar Sachen. Umdrehen, gucken. Keiner da, huh. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen, minimal. Und jetzt wäre wunderschön, wenn wir ein Crafting-Bench-Ding finden könnten. Denn, wie ihr selbst seht, haben wir 10 Milliarden Sticks und auch genug Iron, um hier ein bisschen Action zu machen. Puh, ist eine interessante Map. Nicht mein Fall im Speziellen, sind auch nicht mehr so viele da. Tja, wieso auch immer. Aber wahrscheinlich ist die Hälfte in Lava geflogen. Ich bin mal gespannt, ob da oben irgendwer ist. Verfolgt uns wer? Nee. Oder ob wir überhaupt da hochkommen. Sieht aber so aus. Lass mich dahin. Da kam gerade irgendein komisches Geräusch bei mir in der Wohnung. Huh, das kenne ich schon aus einer anderen Map. Ist das etwa... Oh, das soll Breeze Island als Lava-Variante darstellen. Ah, oh. Hallo, Guy. Hallo, Guy. So, der hat einen Iron Sword. Schnell anziehen, denn da kommt noch irgendwer. Wir haben ziemlich wenig AP.
Oh. Oh. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Wir müssen jetzt erstmal eine Runde laufen hier. Huh. Und hoffen, dass der Guy uns nicht verfolgt. Hier, das darfst du als Friedensgeschenk haben. Die Axt. Huh. Verfolgt uns noch irgendwer. Gehen wir mal hier hoch. Hier oben können wir uns bestimmt kurz verstecken, ohne dass uns irgendjemand bemerkt. Oh. Huh. Hilfe. Hilfe. Das war mal knapp. Bin ich auch ein bisschen viel Risiko mit dem Fallschaden eingegangen? Nichts particular Interessante. Ey, wir haben Feuerzeug bekommen. Das heißt, wenn hier jemand hochkommt, können wir ihm den Weg... Ah, guck mal, da hinten ist er. Haben wir Pfeile? Nee, haben wir nicht. Schade. Hätten wir ihm nämlich da ein paar Sachen entgegenschleudern können. Aber wir sind jetzt schon sehr gut gegiert. Ich möchte mein Inventar eigentlich mal kurz enttüddeln. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt hänge ich hier aber blöd fest an der Stelle. Da unten ist einer. Ich sehe den. Ich will nur nicht so viel Fallschaden bekommen beim ihm entgegenkommen. Hii. Das ist jetzt sehr blöd, wa? Das ist jetzt sehr blöd, wa? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Ja, hätte ja mal klappen können. Oh, und da vorne haben wir auch Action, wie ich sehen kann. Dann geben wir ihm mal einen Boost. Und hoffen, dass wir ihn in die Lava kicken können, vielleicht sogar, mit Glück. Huh? Der hat sein Schwert fallen lassen. Ich hasse es, wenn mir das passiert. War das ein Iron Sword? Ja, dann versuchen wir das mal schnell zu nehmen, dass der andere das nicht bekommt. Huh. Meine Güte. So viel Action. Ich bin doch so ein alter Mann, das geht doch gar nicht. So, wo ist unser Leder-Guy hin? Ich möchte nämlich nicht, dass er das ganze Gear jetzt abstaubt. Wo bist du hin, mein Freund? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hast dich versteckt, hast du? So, haben wir da noch irgendwas, was dem Typen zu sehr nutzen könnte? Sieht nicht so aus. Ist ein bisschen Food dazwischen, das will ich haben. Aber ich will auch nicht... So, ah Mist, da habe ich ein paar Pfeile weggeschmissen, ich Idiot. Naja, egal. Haben wir noch selbst irgendwas dazwischen, was wir anziehen können? Weg, 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 weg. Die können wir da hinpacken. Weg, 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 weg. So, sieht's doch gar nicht mal so schlecht für uns aus. Wo ist jetzt der Dude? Noch drei andere außer mir. Das ist doch mal eine spaßige Runde, nicht so wie das, was ich gerade die ganze Zeit erlebt habe. Gib mal den Apfel her, den essen wir jetzt erstmal. Wir tauschen das hier aus. Ist besser als stinkender Fisch. Ich bin kein Sushi-Fan. Wenn ich Fisch esse, dann muss der gebraten sein. Und am besten eine schön knusprige Kruste haben. Da bin ich ein Fan von. Dazu am besten noch Sauce Bernese. Also die coole Variante von Sauce Hollandaise. Und dann ist das awesome. Dazu noch Kartoffelspalten. Oder eventuell, wenn man ganz funky ist, sogar richtige Kartoffeln. Wenn man richtig funky ist, Backkartoffeln. Also diese Folienkartoffeln-Gerätteile. Oh, hier ist er immer noch nicht lang gekommen. Unser Guy, den wir vorhin verfolgt haben. Der dachte, er kann sich einfach mit uns anlegen. So ist nicht. So ist nicht. Jetzt habe ich Hunger bekommen durchs Reden. Überessen. Aber heute habe ich schon was anderes geplant. Ich koche nämlich für Michi und mich. Ach, guck mal, sogar dieselbe Trap. Aber diesmal mit einer Wood Pressure Plate. Das heißt, man könnte rein theoretisch so einen funky Kram machen. Gucken wir schnell. Pfeile und weg hier. Obwohl, den Stick will ich noch haben. So, haben wir wenigstens ein bisschen was bekommen an Pfeilen. Und, nee, wir essen erst den Apfel, bevor wir hier an den Pumpkin Pie gehen. Wo sind die anderen denn jetzt hin? Wo seid ihr hin, ihr Feiglinge? Kommt wieder zurück. Kann doch nicht sein. Kommt zurück. Ich hüpfe hier doch nicht aus Langeweile rum. Ich will hier Gesichter deformieren. Und nicht meine Zunge durch das ganze Reden. Das ist nämlich nicht so antörnend. Über 32 Milliarden Runden, denn heute habe ich einfach gar kein Glück, was Hunger Games angeht. Aber viel muss man auch dazu sagen, ich faile viel, das weiß ich selber. Oh nee, den drücke ich lieber nicht, sonst falle ich selbst noch in Lava. Aber das Hauptproblem, was ich hatte heute, waren
Teams, dass ich immer nur auf Teams getroffen bin. Und gegen ein Team machst du nicht mehr so viel. Da. Karöttchen, damit wir einen Ausgleich zum Apfel haben. Vitamin A, dass wir die Gegner schneller sehen können. Wo sind sie denn? Dann hätte ich aber eigentlich die goldene Karotte essen sollen, wenn ich die Gegner besser sehe. Da muss noch mehr Vitamin A drin sein. Eigentlich müsste es auch eine Iron-Karotte geben. Nur so aus ernährungstechnischen Gründen. Aber das wäre wahrscheinlich Overkill und ein bisschen blöd für die Zähne. Na, Leute, hier, hallo. 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 Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Kaputt. Puh. Jetzt haben wir auch schon mal ein paar mehr Pfeile. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir HP recken können. Das hat nicht so gut geklappt mit dem Feuer, wie ich mir erst erwünscht hatte. Wir haben sogar genug, um einen Iron Helm zu machen. Oh, geht jetzt nicht gleich Deathmatch los? Das heißt, ich kletter hier mal hoch. Denn, ich meinte jedenfalls, bei dieser Anzahl an Leuten geht Deathmatch hier los. So, haben wir irgendwen, der uns folgt? Ne. Können wir hier nämlich ein bisschen Platz im Inventar machen. Ja, da geht das Deathmatch gleich los. Du weg. Oh, das Brot wollte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Ist aber total egal. Du noch. Das Brot auch noch. Das brauchen wir wohl auch nicht mehr. Das auch nicht. Ich hätte mal eine frische Angel nehmen können. Bogen ist auf 6. Wir haben alles wichtige Gear an. Nehmen wir mal neues Food in die Hand. Dass wir voll sind, wenn es losgeht. Und machen uns bereit. Machen uns bereit für Solo Action of Death Doom. So, wo ist da wer? Der da hinten ist ziemlich gut gegiert. Und ja, er schießt auch, will auch direkt auf mich schießen. Na, er hat mich auch getroffen. Was soll das? Der andere da? Ja, du hast dich mit dem Falsch-Sniper angelegt, mein Freund. So läuft das nämlich nicht. Legolas! Na, das war nicht so der Legolas-Move. Der will das Gear von dem Typen haben, das weiß ich ganz genau. Oh, da habe ich mich ein bisschen hart verschätzt. Gehen wir einfach mal direkt straight drauf los. Der muss schon ein paar Herzchen verloren haben. Ey, Dude. So aber nicht hier. Bom, Ende. So, das war's hier. Jetzt haben wir endlich mal richtig gut wieder hier was abgezogen. Ist das eine Befriedigung, Solo zu gewinnen? GG, 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 guys. Guckt's euch an. Haben wir gewonnen. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.